Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der Börse. Wir haben Mittwoch, wir haben 18 Uhr und wir haben heute den 9.07.2014. Zunächst einmal möchte ich euch herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder so zahlreich hier zu unserer aktuellen Marktbesprechung erschienen seid. Und dann darf ich mich gleich im Anschluss noch entschuldigen, denn bei der Einladung, die ihr für das Webinar bekommen habt, war leider das falsche Datum vermerkt. Ich freue mich trotzdem, dass ihr den Weg hier zu unserer Marktbesprechung gefunden habt. Ich bin letzte Woche leider nicht dazu gekommen, die Marktbesprechung mit euch zu halten. Meine Serie ist gerissen. Davor hatte ich 6 Mal in Folge, ist ja tatsächlich geschafft und bin auch weiterhin gewillt, nach Möglichkeit wirklich jede Woche mit euch einmal zumindest kurz durch die spannendsten Märkte durchzufliegen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir vor kurzem MetaTrader entfesselt, das ja auch viele von euch kennen, in Spanien, bei unserer spanischen Kundschaft, wir unterhalten ja 3 Büros in Spanien, ja zum ersten Mal herausgegeben haben und auf sehr, sehr große Resonanz gestoßen sind, sodass ich jetzt zusätzlich auch noch Webinare für unsere spanischen Kunden mache. Ich spreche zwar nicht wirklich Spanisch, aber habe Gott sei Dank hier Kollegen, die mich mehr oder weniger simultan dolmetschen können. Und das hat dazu geführt, dass einfach mein Plan der letzten Woche so voll war und ich euch leider am letzten Mittwoch nicht erreichen konnte. Aber heute haben wir es wieder geschafft und ich bedanke mich für die Glückwünsche. Tatsächlich ist es sehr interessant in Spanien. Wie gesagt, wir haben da eine sehr, sehr große Resonanz und es scheint so zu sein, dass ich auch bald mal rüber muss für ein paar Live-Seminare. Und das stelle ich mir auch ganz spannend vor. Ich habe schon viele Seminare gegeben, Webinare sowieso, aber noch nie mit einem Dolmetscher. Von daher, ich bin gespannt, was da auf mich und auf uns zukommt. Und schauen wir einfach mal. Ja, aber wir sind heute hier, um natürlich über die Märkte zu sprechen. Die erste gute Nachricht ist, die Volatilität kommt wieder ein bisschen zurück. In den letzten Tagen sehen wir wieder ein paar Bewegungen. Der Markt lebt noch. Wir hatten lange Zeit vorher, das haben wir auch öfters thematisiert hier, immer mit relativ ruhigen Märkten zu tun. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Schmackes in die Börse. Und mir persönlich liegt das sehr. Ich freue mich da immer drüber. Ich habe in den letzten Tagen schon einiges an Handelsmöglichkeiten ausmachen können. Ich denke, euch ging das ähnlich. Worüber sollen wir also sonst sprechen als über die Börse? Und ihr wisst das, immer wenn ich mit euch über die Börse spreche, habe ich meinen Freund und ständigen Begleiter dabei. Uppala, da habe ich wohl irgendwie ein bisschen geträumt, als ich die Präsentation gemacht habe. Worüber könnten wir also noch über die Börse sprechen, da war irgendwas. Ich habe mir gedacht, wir sprechen heute über 7 Märkte und ihr schlagt noch einen vor. Nein, ich will die Brasilianer nicht zu sehr quälen, aber sensationell geht natürlich auch nicht an mir vorbei. Und auch unsere spanischen Kunden in den Webinaren, die wir halten, fragen mich oder haben mich schon am Montag beim ersten Webinar gefragt, Matthias. Da waren wir noch gar nicht im Finale. Matthias, werdet ihr gegen Argentinien gewinnen? Also die Spanier wussten schon, dass wir gegen Brasilien gewinnen. Die wussten, glaube ich, aber nicht, wie wir gegen Brasilien gewinnen. Und sie scheinen ja ein gutes Näschen zu haben. Von daher gehen wir mal davon aus, dass heute Abend dann Argentinien gegen Holland gewinnen wird. Wäre mir für Brasilien, die mir gestern echt ein bisschen leid taten, auch ganz lieb, denn ich möchte Brasilien jetzt nicht auch noch die Schmach einer möglichen Niederlage gegen Argentinien beim Spiel um dritten Platz zumuten. Also natürlich neben der Börse sind die allermeisten von uns im Fußballfieber, aber im Moment geht es ja noch kein Spiel, geht erst in 4 Stunden los. Von daher haben wir jetzt alle Zeit, uns mal hier in Ruhe auf die Märkte einzustellen. Und ich bitte euch natürlich wie immer den Risikohinweis, den Disclaimer hier, der gerade eingeblendet ist, zu beachten. Ja, dann können wir aus der PowerPoint raus und machen schwupps den Hansetrader Meter auf. Ich habe heute ein kleines Novum für euch vorbereitet. Und zwar ist es ja so, dass viele von euch, deswegen, wie fange ich das am besten an? Genau, viele von euch beim MetaTrader Entfesselt ja bereits dabei sind. Deswegen habe ich mich schon vor geraumer Zeit, wie ihr mitbekommen habt, entschieden, dass ich einige der Power Tools, einige der Indikatoren auch hier in der Marktbesprechung mit benutze. Und im Zuge, als ich damals MetaTrader Entfesselt
entwickelt habe, habe ich mir sehr, sehr viele Expert Advisors, sehr, sehr viele Indikatoren angeschaut. Und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt die Marktbesprechung in Zukunft nutze, um euch gelegentlich mal den ein oder anderen Indikator, das ein oder andere Power-Tool einfach vorzustellen. Ihr könnt dann selber entscheiden, ob es für euer Trading, für euren Handel, für euren Hanseträder-Meter geeignet scheint. Und heute habe ich erstmals ein neues Power-Tool mit dabei. Das erkennt ihr vielleicht auf den ersten Blick nicht. Ich werde es euch gleich verraten. Außerdem bin ich gefragt worden, ob ich, wenn ich kurzfristig trade, tatsächlich mit den hier eingezeichneten Indikatoren arbeite. Und die Antwort darauf ist ein klares Jein. Ich kann euch mal kurz mein aktuelles Setup zeigen, wie es aussieht, wenn ich wirklich am Traden bin. Wobei wir das heute sicherlich nicht alles im Detail durchgehen können. Aber ich zeige euch mal was und dann werdet ihr sehen, dass viele von den Sachen, die wir da haben, hier bereits schon mal besprochen worden sind. Schauen wir gerade mal. Hier sehen wir das aktuelle Setup, was ich benutze. Was kennt ihr davon? Ihr kennt die Ampel aus MetaTrader entfesselt, ihr kennt den Trend Magic aus MetaTrader entfesselt, ihr kennt den Multi-Timeframe HGF und hier unten ist das Damiani-System, das habe ich ebenfalls einmal vorgestellt, nutze ich hauptsächlich, um einfach zu sehen, wie die Average True Range, die Volatilität aktuell ist und zusätzlich gibt es mir eine Indikation, ob genügend Schwungkraft im Markt ist, ob sich also hier ja, ob die Umstände gut sind, um traden zu können auf den jeweiligen Einheiten. Das sind die Sachen, die ihr kennt. Neu hinzugenommen habe ich, und das ist wie gesagt austauschbar, weil ich auch immer am Experimentieren bin, ein Scalping-Indikator aus dem Internet. Den kann man sich kostenlos reinziehen. Der heißt Free Scalping-Indikator. Den probiere ich gerade so ein bisschen aus. Und dazu habe ich noch diese Trendlinien, die automatisch eingezeichnet werden. Auch diese kommen aus dem Internet und die werde ich sicherlich im Laufe der Zeit euch auch nochmal vorstellen. Also, ihr seht ganz, ganz viele Elemente von denen, welche ich zum Trading benutze, kennt ihr bereits. Und die anderen, die ich dann mit der Zeit für werthaltig genug halte, werde ich euch auch nicht vorenthalten. Wo fangen wir an? Wir fangen natürlich beim DAX an und nicht ich fange an, sondern ihr fangt an. Das heißt, die Frage geht an euch. Kurzfristig, was glaubt ihr, wohin geht der DAX, der deutsche Hauptmarkt? Wir können natürlich jetzt nicht auf ein Ergebnis wetten und ich glaube auch keiner von uns hat gestern 7 zu 1 getippt. Ich habe vorhin im Internet einen Wettschein gesehen, da konnte man zum einen auf das Ergebnis 7 zu 1 für Deutschland wetten und zum anderen, dass Sami Khedira ein Tor schießt. Die Quote war exorbitant. Für 20 Euro Einsatz hätte man 450.000 Euro erhalten. Aber wer geht eine solche Wette schon ein? Das ist gegen alle Wahrscheinlichkeiten gewesen. Und trotzdem frage ich euch jetzt einfach, wohin gehen wir kurzfristig im DAX? Ich warte gerade noch kurz, bis ihr euch da entschieden habt. Wir haben wie immer drei, nein. Eigentlich haben wir ja vier Möglichkeiten. Es geht nach oben, es geht nach unten, es bleibt unverändert und ich bin mir nicht sicher. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier zwischen Bullen und Bären. So viel kann ich schon mal mitteilen. Ich schließe die Umfrage jetzt und lasse euch das einfach mal hier sehen. Wir haben heute 44%, die meinen, es geht in den nächsten Tagen in der Tendenz nach oben. Dann haben wir die gleiche Anzahl, wirklich Gleichstand, die meinen, es geht nach unten. 9% glauben mehr oder weniger unverändert für die nächsten Tage und 3% sind sich nicht sicher. Jetzt warte ich darauf, dass ihr den Bildschirm wieder sehen könnt. Das müsste jetzt der Fall sein. Und dann schauen wir mal. Ich stelle euch zunächst einmal ein Power-Tool vor, wie bereits angekündigt. Das erkennt ihr auf den ersten Blick nicht. Und zwar ist es dieses Fibonacci-Retracement. Jetzt denkt ihr euch, Fibonacci-Retracements, die kennen wir doch. Die benutzen wir immer. Ja, die benutzen wir hier öfters mal. Ich zeichne die dann immer manuell ein. Und das kann ich natürlich auch machen. Aber wenn ich mal ein bisschen bequemer bin, dann kann ich auf sowas zurückgreifen. Dies ist ein kleiner Indikator, der automatisch den Fibonacci-Retracement-Kanal einzeichnet. Das Tool, wenn ihr euch das im Netz runterladen wollt, heißt, jetzt muss ich gerade mal schauen, Fibonacci-Retracement, also einfach bei Google eingeben, MT4, Fibonacci-Retracement und dann findet ihr das und könnt das dann in euren MetaTrader hineinziehen.
hinein tun. Wie funktioniert das? Ganz einfach, im Moment bin ich hier auf dem Tageschart. Ihr seht hier die Fibo-Retracements und wenn ich jetzt in die anderen Zeitebenen gehe, dann sucht das Tool automatisch den ihm bekannten Tiefpunkt und Höchstpunkt, verbindet diese mit der Linie und zieht die Retracements. Ich brauche also gar nichts mehr machen. Manchmal möchte man ja spezielle Bewegungen analysieren. Ich zeige das mal auf dem Tageschart. Wenn ich jetzt in den Tageschart reingehe, dann zieht sich das Tool diese Strecke, weil diese Daten vorher, als ich in den Monitor gewechselt bin, nicht sichtbar waren. Wie geht man damit um? Man geht auf die gewünschte Zeitebene, blendet sich die Strecke ein, wo man halt eben den Trend eingezeichnet haben möchte. Dann wechselt man einmal die Zeitebene, geht zurück und dann hat man zum Beispiel jetzt hier die große Strecke im DAX. Ganz einfaches Tool, wunderbar und benutze ich wie gesagt gerne, da ich doch sehr oft auf die Fibo-Retracements achte und so spare ich mir halt eben ein bisschen Zeit, muss nur darauf achten, dass es richtig justiert ist und der Rest geht von allein und passt sich halt eben auch an, wenn ich die Zeitebenen wechsle. Mag ich persönlich sehr gerne. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Gut, DAX erstmal das große Bild. Wie auf Tagesbasis sehen wir das. Wir wissen, dass wir hier bei den All-Time-Highs gewesen sind. Ich zoome da nochmal ein bisschen rein, dass ihr das besser sehen könnt. Here we go. Wir sind einmal, zweimal, dreimal über der 10.000 gewesen, wobei wir nur ein einziges Mal über der 10.000 geschlossen haben. Das war der Tag vor dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Die haben ja Independence Day letzte Woche gefeiert. Und das fand ich sehr, sehr spannend. War für mich ein sehr, sehr interessanter Tag. Insofern, wir waren vorher, wie gesagt, schon mehrfach über der 10.000. Ich male die einfach gerade mal ein, dann ist das leichter. Kann ich euch auch noch mal was zeigen. Und zwar Trendlinie habe ich jetzt hier gerade reingesetzt. Kennt ihr? Doppelt draufklicken. Dann geht hier so ein kleines Viereck auf. Dann Rechtsklick und dann horizontale Linie Eigenschaften. Dann können wir da einfach 10.000 eingeben. Dann brauchen wir die mich nicht mehr sauber zu justieren, sondern der MetaTrader macht das für uns. Also, hier haben wir die 10.000. Und wir sehen, wie gesagt, wir haben tatsächlich vorher auch schon drüber geschlossen. Richtig, wir haben drüber geschlossen gehabt, und zwar hier an den Tagen. Aber wie wir es thematisiert haben, wir hatten nie wirklich Momentum oberhalb der 10.000. Und auch wenn es an die 10.000 rangegangen ist, war das immer sehr verhalten, sehr kleine Kerzen. Und eher bei der Abwärtsbewegung kamen die großen Kerzen zustande. Das kann man auch jetzt hier noch schön sehen. Und dann eben am Tag, bevor die Amerikaner in den Independence Day reingegangen sind, am 3. Juli, haben wir dann hier mit Schmackes die 10.000 nach oben durchstoßen, haben es aber dann am Feiertag der Amerikaner am 4. Juli nicht geschafft, das All-Time-High zu brechen, sind wieder davor abgeschreckt und seitdem dann ging es mit zwei großen Kerzen hier nach unten und der heutige Tag ist eigentlich eher sehr verhalten. Der Markt ist verunsichert. Dieses Low hier bietet im Moment im Bereich 9,57 so in etwa Unterstützung. Und das ist natürlich sehr interessant zu sehen. Es scheint so, als wäre die Luft oberhalb der 10.000 sehr, sehr dünn und die Bären sind da wirklich am Kämpfen und hauen den Bullen da auf die Hörner, wenn sie ankommen. Und das war jetzt schon der dritte Angriff, wo wir das gesehen haben, der von den Bären abgewehrt worden ist. Das spricht dafür, dass wir hier wirklich oben massiven Widerstand haben. Und die nächsten Tage werden zeigen, wie sich das dann weiter verhält. Ich bin eigentlich, wenn es um die Perspektive geht, für die nächsten ein, zwei Monate eher so ein bisschen skeptisch, vorsichtig. Aber wir wollen uns ja mit dem Kurzfristigen beschäftigen. Ich gehe wieder in den Zoom, damit wir das nochmal sehen können. Sollten wir tatsächlich hier in dieser Region Höchstkurse temporär gesehen haben, dann seht ihr mögliche größere Korrekturstrecken, Fibo-Retracements. Das 23,6, also die kleinste Marke, wäre der Bereich 8.858 in etwa. Und zeitgleich haben wir hier das Low. Das heißt, das wäre für mich eigentlich mal so ein Sommerkorrekturziel, wo ich sagen würde, das ist eigentlich das Minimum, was der Markt nach dieser langen Strecke hier machen sollte. Natürlich wird das nicht morgen, übermorgen oder nächste Woche erreicht sein, aber ich bin ja immer ein Freund davon, und das solltet ihr, glaube ich, auch sein, das große Ganze im Auge zu behalten, damit wir dann uns nicht verlaufen, wenn wir im kleinen Detail auf den kleineren Zeitebenen traden. Schauen wir noch ein bisschen näher rein, bleiben auf der Tagesbasis. Ich justiere jetzt mal das Retracement um.
Noch haben wir das alte Ridge Face und jetzt möchte ich diese Strecke hier justiert haben, den letzten Aufwärtsimpuls. Dafür wechsle ich einmal die Zeitebene, geht zurück und schwupps haben wir die Retracements dran. Was ihr da sehen könnt, ist, wir haben hier im Moment also zum einen das Reaktionstief von hier und von gestern, was uns Unterstützung heute geliefert hat, gleichzeitig aber auch die 23,6er Marke von Fibonacci. Ich halte es auf Tagesbasis für absolut möglich, dass morgen hier kurzfristig eine Richtungsentscheidung passiert. Heute ist der Markt, wie gesagt, sehr verhalten. Zwei Tage ging es ordentlich nach unten. Heute ist hier Abwarten angesagt. Vielleicht sind die deutschen Marktteilnehmer auch noch in Feierlaune aufgrund des gestrigen Resultates. Will ich nicht ganz ausschließen. Wenn ich nicht positioniert bin und auf Tageschart handeln würde, würde ich auf jeden Fall abwarten, dass wir, bevor ich eine Short-Position aufmache, dass wir ein bisschen weiter noch runterkommen. Ich sage mal so, der Bereich ab 9,47, da haben wir zum Beispiel diese beiden Reaktionstiefs, die haben wir schon angesprochen. Wir wären unter dem 23,6er und wir wären dann auch unter diesen Reaktionshochs, weil das ist ja die Zone, die jetzt Unterstützung liefert. Also so der Bereich 9,735 wäre sicherlich auf dem Tageschart eine Möglichkeit, eine Short-Position aufzumachen und dann erstmal in Richtung, ja, sagen wir mal, in Richtung ja, 9,560, vielleicht sogar 9,5 zu spekulieren, das ist absolut drin. Die Indikation auf Tagesbasis kippt, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier von der Turbo-Trend-Strategie ein Short-Setup bekommen. Spricht auch übrigens nichts dagegen, ist ein gültiges Setup, ist abgeschlossen, dass man den Trade jetzt schon macht. Aber wenn ihr ein bisschen konservativer seid, könnt ihr natürlich auch noch auf die Bestätigung warten, ob es tatsächlich hier noch ein Tickchen nach unten geht. Und dann sollte der Impuls sich auf Tagesbasis eigentlich fortsetzen. Tagesbasis ist aber ja gar nicht so meins beim Traden. Und deswegen schauen wir doch mal lieber in die etwas kürzeren Aufnahmen hinein. Am Montag habe ich den Spaniern, die natürlich mich nicht nur zu MetaTrader entfesselt befragt haben, sondern auch befragt haben, wohin die Märkte gehen, gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir im DAX nach unten gehen. Wenn Sie auf mich gehört haben sollten, werden Sie in den letzten Tagen Spaß gehabt haben. Wir haben hier einen schönen, schönen Abwärtsimpuls gehabt, auch klar aufgefangen vom Setup der Turbo-Trend-Strategie. Und jetzt konsolidieren wir gerade so ein bisschen. Wir sehen das im Moment, haben wir heute geschafft, hier von der letzten Strecke auf Stundenbasis 23,6er Korrektur zu machen. Ich kann nicht ausschließen, dass diese Zwischenkorrektur erstmal von der Strecke erstmal noch ein Tickchen weitergeht, aber alles, was ich hier sehe, scheint für mich im Moment fallen zu sein. Allerdings sehe ich auch unten im Multi-Timeframe-Indikator, dass auf 15-Minuten-Basis und 5-Minuten-Basis aktuelle Long Setups bestehen. Trotzdem würde ich hier einfach gucken, ob der Markt entweder vielleicht schon bei 23,6 nicht weiterkommt und wieder Impuls nach unten kriegt oder wenn er drüber geht, 38,2, 61,8 halte ich im Moment für kurzfristig für nicht so unbedingt möglich. Das sind 130 Punkte. Kann natürlich passieren, aber ich würde hier im Moment eher darauf warten, dass sich Widerstand bildet und mich short positionieren, da ich ja weiß, dass der Tageschart so ein bisschen angenockt aussieht und dementsprechend wäre das meine bevorzugte Richtung. Im 5-Minuten-Chart sehen wir im Moment, wie gerade schon angesprochen, Erholungstendenz. Kann auch hier nochmal das Retracement reinholen, indem ich die Zeitebene jetzt nochmal wechsle. Jetzt seht ihr das, da sind wir wieder bei 23,6er Marke, die wir gerade schon angesprochen haben. Und klar, wir haben ja im Moment ein gültiges Long-Signal, das kann man traden. Aber man sollte da natürlich vorsichtig sein. Zum einen haben wir, wie gesagt, hier den Widerstand 23,6. Zum anderen sind die höheren Zeitebenen Stunde, 4 Stunden und Tageschart auf Short-Positionierung gemacht. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich die höhere Zeitebene durchsetzt. Also bleibe ich hier bei meiner Meinung, dass ich für den DAX eigentlich eher weitere fallende Kurse sehe. Und auf dem Tageschart hatten wir auch schon angesprochen, das ist natürlich das große Bild. Ich denke halt eben, dass wir kurzfristig diesen Bereich auf jeden Fall nochmal antesten, 9,738 und dann, ich sag mal hier als Kursziel 9,535 kurzfristig erreichen können. Das ist also meine Meinung. Ich schließe mich hier mit einer Stimme dem Lager der Bären an und somit haben wir eine kleine bärische Mehrheit hier heute bei der Marktbesprechung.
Jetzt habe ich schon wieder ganz lange und viel über den DAX gesprochen und dann sollten wir auch gleich zum nächsten Markt kommen. Und auch hier frage ich euch zunächst, es geht um den Euro-US-Dollar. Wie seid ihr da kurzfristig gestimmt? Obwohl ich nicht in Brasilien, sondern in Hamburg sitze, muss ich ein bisschen was trinken, weil es ist relativ schwül warm heute hier in Hamburg. Da nutze ich immer gerne meine kleine Pause, wenn ihr hier mir eure Meinung mitteilt. So, das ist geschehen. Klares und deutliches Ergebnis. Und zwar haben wir 24% die Daumen, es geht nach oben kurzfristig. 45%, das ist fast die Hälfte aller Zuhörer, sind hier eher pessimistisch. 21% meinen, es wird sich mehr oder weniger oszillierend verhalten, also nicht verändern. Und runde 10% sind sich unsicher. Dann schauen wir mal. Ich habe übrigens heute die Märkte ganz kurz, ihr habt das vielleicht gesehen, als ich das Webinar schon hochgefahren habe, ganz kurz vorher nur angeschaut. Selber war ich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Von daher ist es für mich heute auch spannend und relativ spontan. Ich hoffe, dass das trotzdem für euch so in Ordnung ist. Also, wir haben hier den Euro-Dollar. Auch hier habe ich das Retracement reingenommen. Ich zeige euch mal kurz, welche Strecke ich mal justiert habe. Ich habe diesen letzten Aufwärtsimpuls von diesem Reaktionstief zu diesem Reaktionshoch genommen. Und da hat also das Auto-Fibo-Retracement hier dementsprechend die Strecke angesetzt. Was wir sehen können, ist, dass der Euro-Dollar hier im Moment eigentlich in der Zwischenkorrektur dieser Trendstrecke ist. Die Korrektur ging runter zu 38,2, hat da innegehalten, ist dann wieder hoch zur 23,6, gleichzeitig ja hier auch schon mehrfach im Reaktionstief gesehen worden und von dort wieder abgeprallt und im Moment gehen wir so ein bisschen hin und her. Das ist mal so die erste Bestandsaufnahme. Wir erinnern uns, das brauchen wir uns noch nicht jedes Mal anzuschauen, aber für den Fall, dass wir heute neue Leute dabei haben, machen wir das trotzdem nochmal, dass wir auf Wochenbasis eine eher fallende Tendenz haben. Der Marco fragt gerade, ob wir uns das Öl anschauen. Natürlich schauen wir uns das Öl an. Ich war gestern mit meiner Freundin im Auto und wir sind an der Tankstelle vorbeigekommen. Und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich in letzter Zeit mit meinem Wagen nicht sehr viel fahren musste. Ich habe mich erschrocken, wo das Benzin inzwischen preislich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Heieieiei, da kann man echt schon über ein Hedge nachdenken im US Crude Oil. Also Marco, keine Sorge, Öl ist normalerweise Pflichtbestandteil unserer Marktbesprechung und soll heute auch nicht fehlen. Aber lass uns erstmal Euro-US-Dollar anschauen, zumal wir auch hier eine direkte Korrelation zwar nicht auf das Öl, aber auf den Benzinpreis haben, denn der Benzinpreis wird ja in Dollar gehandelt. Und folglich haben wir hier dann, wenn wir den Preis in Euro sehen, auch immer mit der Währung zu tun. Der Klaus fragt jetzt, statt über den Euro zu reden, bespreche ich Fragen mit euch, aber kein Problem, dafür sind wir da. Der Klaus fragt, wann der MDAX denn aufgenommen wird. Der MDAX, der MDAX, da war doch was, da ist doch was. Klaus, es wird nicht mehr lange dauern. Kann ich dir so viel sagen, technische Voraussetzungen bin ich im Moment noch am Prüfen. Ich kann gerade so nebenbei erzählen, was ich neben MetaTrader Investor für Spanien und ein paar anderen Produkten, die ihr in Zukunft haben sollt, mache. Ich bereite zum einen tatsächlich neue Instrumente vor. MDAX ist damit angedacht. Auch über den TecDAX sind wir am Nachdenken. Und des Weiteren schaue ich mir im Moment die Spreads bei uns im HanseTrader Meter an. Im DAX 30 habe ich die Spreads bereits reduziert. Ich muss mal ganz kurz hier die Location wechseln. Also im DAX 30 habe ich die Spreads bereits reduziert und jetzt als nächstes kommen die amerikanischen Aktien CFDs dran. Das heißt, wir sind im Moment dabei, wirklich den Hansetrader Meter mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Und in dem Zuge, denke ich, Klaus, werden wir dann auch uns früher oder später mit neuen Instrumenten beschäftigen und der MDAX steht bei mir ganz oben auf der Liste. Gut, aber jetzt habe ich ja schon zwei Ausflüge gemacht. Kommen wir zurück zum Euro-US-Dollar. Also, wir erinnern uns, auf Wochenbasis ist die Tendenz eher fallend und
Was wir auch schön sehen, das kann ich mal wieder mit meinen geliebten Standard Deviations machen, ist es so, dass wir uns, wenn wir das hier mal als Trennstrecke bezeichnen, eher oben befinden als unten befinden. Das heißt, Luft theoretisch ist nach unten da, aber die letzten Wochen sehen wir auch klar hier unten angezeigt, haben wir Aufwärtsdynamik. Das mal als Grundvoraussetzung und jetzt gehen wir wieder auf die Tagesbasis zurück. So, Lilly. Wunderbar, wunderbar. Also, was wird mit Euro-Dollar passieren in meinen Augen? Im Moment, wenn wir uns das hier anschauen, ich hatte eben gerade das Fibo-Retracement kürzer justiert, jetzt habe ich eine andere Strecke genommen. Zeige ich euch nochmal, jetzt habe ich hier wirklich das Reaktionstief genommen, dass wir auf der 23,6 drauf liegen. Und die Tagestendenz ist bereits fallend, das sehen wir hier, sie war fallend. Dann haben wir eine kurze Zwischenerholung gehabt und dann ist sie jetzt wieder fallend. Auch 4 Stunden haben wir fallende Tendenz. Auf den unteren Zeitebenen haben wir steigende Tendenz. Das heißt, wenn ich Euro-US-Dollar auf dem Tageschart handeln würde, müsste ich davon ausgehen, dass dieser Markt weiter im Fallen ist. Die Wochenbasis spricht dafür, die Tagesbasis spricht dafür. Aber im Moment haben wir Unterstützung, wie angesprochen, durch das 23,6er und natürlich, ich sag mal, diese Reaktionstiefs, genauso wie diesen Reaktionstiefs. Und somit könnte man da natürlich auch ein bisschen strategischer rangehen und sagen, ich warte drauf, dass wir hier bei 1,3474 ja, nach unten durchbrechen. Möglichkeit wäre, sich hier einzustoppen. Alternativ, wenn man die Turbo-Trend-Strategie auf dem Tageschart handeln möchte, könnte man natürlich auch jetzt schon mit dem Stopp hier oben über dem Reaktionshigh die Position aufmachen und dann hoffen, dass man schon ein bisschen früher im Trade drin ist. Tagesbasis also fallend. Ich denke, vom möglichen Kursziel auf Tagesbasis kurzfristiger Natur kann ich mir schon vorstellen, dass wir, wenn wir uns in einer Woche oder in 2 Wochen wieder hören, gegebenenfalls tatsächlich schon unter diesem Bereich sind. Also so der Bereich 1,3450 sollte durchaus machbar sein. Schauen wir mal in die etwas kürzeren Zeitebenen rein, um nochmal ein bisschen besseren Überblick zu bekommen. Ich justiere mein Fibo-Retracement ein bisschen neu an der aktuellen Strecke. Das ist ja diese hier. Also wechseln wir die Zeitebene. Da haben wir es. Und jetzt sehen wir das. Wir sind hier scharf nach unten gelaufen. Jetzt haben wir die Korrektur und ich sprach es an. Auf den unteren Zeitebenen, also ab Stunde und weiter runter, haben wir aktuelle Aufwärtssignale. Konnte ich schon durch den Multi-Timeframe-Indikator unten sehen. Wir haben sogar ein bisschen Impulskraft. Wir sehen, dass die Kerze vor 3 Stunden eine relativ ja, große Handelsspanne gehabt hat und die hat den Markt zum 50er Retracement geführt. Ich könnte mir hier gut vorstellen, dass wir erstmal bis zum 61,8er gleichzeitig diese Zone hinten auch das Reaktionshoch laufen werden. Das heißt kurzfristig vielleicht mal Luft bis zu 1,3650 und dann wird sich entscheiden, ob der Markt halt eben tatsächlich da durchkommt und dann in Richtung 1,37 durchstartet oder eher nach unten geht. Ich bin da nach wie vor ein bisschen skeptisch und würde gegebenenfalls, wenn ich merke, dass wir gegen die 61,8 gegenlaufen, dann mir auch überlegen, wenn sich hier Widerstand abzeichnet im Markt, hier eine Short-Position zu nehmen. Auf Stundenbasis würde ich den Markt jetzt aber auf aktuellem Niveau nicht shorten, weil einfach die Dominanz dieser Kerze mir zu groß ist und ich denke, dementsprechend wäre das halt eben für mich die schlauere Herangehensweise, auf das 61,8er zu warten. Aber ihr merkt das schon, obwohl ich sage, ganz kurzfristig, da müssen wir auch drüber reden, welchen Zeithorizont wir wirklich meinen, so 1, 2 Tage. Da glaube ich, dass der Euro-Dollar eventuell sogar noch ein bisschen Luft nach oben hat. Aber auf Sicht von 1, 2 Wochen glaube ich eher, dass wir tiefer sein werden als auf dem aktuellen Kursniveau. Ich schalte mal in meine gewohnte Trading-Zeitebene rein und justiere mir hier mein Fibo-Retracement. Jetzt habe ich hier die Strecke mit dem Tief und dem Hoch, die ich hier einblenden möchte. Wechsle dann einmal die Zeitebene. Schwuppsdiwupps. Und dann sehen wir das aktuell. Korrigieren wir diesen Aufwärtsimpuls. Das ist die große Kerze unter anderem, die wir gerade im Stundenchart gesehen haben. Sind auf der 38,2 drauf. Der Aufwärtsimpuls ist intakt, allerdings ist er kurz bereits unter den TM aus MetaTrader entfesselt gefallen, aber das Setup ist noch intakt. Jetzt wird es sich wohl dann auch in den nächsten, ja, in den nächsten Stunden, sage ich vorsichtig, entscheiden,
ob der Markt eben dann die Kurve nach oben kriegt oder ob er nach unten durchfallen wird. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Minutenbasis, wie es da ausschaut. Da sehen wir schon, dass hier bereits das Setup gekippt ist. Also Euro, US-Dollar bin ich short und verzeiht mir das, dass ich jetzt mal Folgendes mache. Ich mache es nur, weil ich daran gewöhnt bin, weil ich auf 5-Minuten-Basis normalerweise handle. Ich mache jetzt hier den Trade auf, obwohl ich hier ein Long-Setup habe, aber wir haben uns ja alle Zeitebenen angeschaut und ich bin einfach gewöhnt, meine Trades auf der 5-Minuten-Basis zu disponieren. Ich erlaube mir hier mal spekulativ zu sein, habe ein halbes Lot, also 0,5 Lot aufgemacht, ziehe den Stopp nach oben über das Reaktionshoch, laufe natürlich Gefahr, dass wenn der Markt jetzt nach oben geht und wie vorhin angesprochen auf Stundenbasis 61,8er ansteuert, dass ich da gehörig auf die Mütze kriege, aber damit kann ich durchaus leben, zumal die Position auch erstmal relativ klein ist. Zeige ich dir nochmal, das ist nur eine Anfangsposition. Hier riskieren wir gerade mal ja, nicht mal ein halbes Prozent des Kontos. Also von daher kann ich da sonst gegebenenfalls auch noch die Position verstärken. Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich dann sage, wenn der Markt, auf Stundenbasis können wir das vielleicht ein bisschen besser machen, wenn der Markt dann wieder nach unten tickert, dann gebe ich vielleicht nochmal ein Lot hinterher. Ich bin also hier eher pessimistisch auf Sicht der nächsten Tage. So, das war der Euro-US-Dollar. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt zwei Märkte und ich habe schon eine halbe Stunde sprechen verbracht. So kann das nicht weitergehen. Machen wir den nächsten Markt deswegen ein bisschen schneller, zumal er auch leicht korrelierend ist mit den Instrumenten, die wir hier schon besprochen haben. Aber trotzdem frage ich euch natürlich zunächst. Zweite Währungspaar, was wir hier meistens besprechen, ist Euro-Yen. Wohin seht ihr den Euro-Yen gehen in den nächsten Handelstagen? Glaubt ihr, es geht nach oben? Glaubt ihr, es geht nach unten? Seid ihr unentschlossen oder meint ihr, dass der Markt unverändert notiert? Relativ ausgewogenes Ergebnis. Schließt die Umfrage an dieser Stelle und zeige euch das. Gutes Drittel ist bullish, 17% sind bearish, 30% unverändert, 20% sind sich nicht sicher. Dann schauen wir mal, ob ich hier eine klare Tendenz finden mag. Wir sehen hier zunächst Euro-Yen auf der Stundenbasis mit dem großen Retracement. Das Low kommt aus 2012. Also gute 2 Jahre alt. Und wir sehen, dass der Markt hier im Moment am Konsolidieren ist. Nochmal kurz einen Blick auf die Wochenbasis können wir uns auch gönnen. Da sind wir natürlich schön hochgerannt. Das haben wir öfters mal thematisiert, aber der Markt wollte dann nicht weiter. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob das halt eben sich stabilisiert und weiter rennen kann oder ob das eher eine Zwischenkorrektur dieser großen, ausgeprägten Abwärtsstrecke gewesen ist. Das ist eine Frage, die sicherlich in den nächsten 2 Wochen noch nicht geklärt sein wird, aber das soll uns ja nicht abhalten. Auf Tagesbasis also sehen wir, dass die Range, die Handelsbreite dieses Währungspaares ja für mich ganz ehrlich ein bisschen abschreckend ist, zumindest auf Tagesbasis, denn ich sehe hier schon zwar eine klare Indikation auf fallend, aber gleichzeitig, wenn wir da mal reinzoomen, schaut euch das mal an. Ja, so kann man es nicht so gut sehen. Machen wir es mal so. Relativ kleine Handelsbewegungen für das Währungspaar, kaum Volatilitäten, alles sehr geordnet, alles sehr ruhig. Das sind nicht Marktbewegungen, die mich unbedingt dazu animieren, in den Markt reinzuspringen. Es sei denn, ich bin jetzt ganz gegen meine Gewohnheit langfristig orientiert. Ich bin mir sicher, dass wir auf den anderen Zeitebenen andere Bilder finden werden, aber auf Tagesbasis können wir festhalten, dass wir eine leichte Abwärtstendenz sehen, passend auch übrigens zum Euro-Dollar, wo wir doch eine gewisse Korrelation natürlich haben. Aber die Tagesbasis hier reizt mich deutlich weniger als noch der Euro-US-Dollar, weil einfach die Bewegungsdynamik auf dem Tageschart hier so ein bisschen am Fehlen ist. Kurzfristige Kurszielmöglichkeiten hier wären für mich, ja, ich sage mal, der Bereich 1,3615 mit dem Reaktionstief. Das brauche ich gar nicht zu sagen, das schießt euch ja selbst ins Auge.
Und diese beiden Reaktionshochs hier können wir mit dazu nehmen. Das ist also jetzt erstmal kurzfristig sicherlich Unterstützung. Sollte es da durchgehen, müssen wir mal gucken, ob das 23,6 oder was knapp darunter folgt, den Markt stabilisieren kann. Ist also nach unten relativ gut abgesichert. Schauen wir mal in die etwas kürzeren Basisen rein, ob wir da was anderes sehen können. Ich dachte gerade, wir sind im Gebäude umgezogen, sitzen jetzt im vierten Stock zum Innenhof. Das ist ein großes Gebäude hier in der Hamburger Innenstadt. Ich dachte gerade, dass ich von draußen Kutschengeräusche höre. Aber nein, das ist nur heftiger Regen, der gegen mein Fenster prasselt. Von daher doch kein Kutschenalarm. Ich war schon etwas irritiert, warum eine Kutsche hier langfahren sollte. Ich habe früher ja in Wien gewohnt, für 4 Jahre. Und da wird mich das nicht so überraschen, aber hier in Hamburg ist das doch eher unwahrscheinlich gewesen. Deswegen war ich kurz hier ein bisschen abgelenkt. Also gut, auf Stundenbasis können wir schon sehen, dass wir da andere Bewegungsdynamiken haben. Da kann man sich dann schon eher vorstellen, auch mal diese kleineren Auf- und Abs, die vom Turbo-Trend-Strategie-Setup schön erfasst werden, zu handeln. Und gerade so die aktuelle Bewegung sieht ein bisschen spannend aus. Wir wissen natürlich, dass es von der Tendenz hier nach unten geht, jedenfalls auf den höheren Zeitebenen, so wie ich das gerade gesagt habe. Beziehungsweise ihr wisst das vielleicht nicht, weil ihr vielleicht andere Meinung habt als ich. Das kann ja auch durchaus sein. Aber ich habe das für mich festgestellt. Und dann ist immer die Frage, was macht man, wenn dann sowas auftritt? Ne? Das hier könnte man ja fast schon als so eine Art Mini-Flagge klassifizieren. Wenn ich wirklich sage, ich möchte auf Stundenbasis sowas handeln, finde ich das durchaus in Ordnung und kann dann auch diesen Trade hier dementsprechend aufsetzen. Aber ich sollte natürlich, gerade wenn ich weiß, dass die höheren Zeitebenen so ein bisschen gegen meinen Trade laufen, mich hier ein bisschen aggressiver absichern, sodass ich rechtzeitig auf jeden Fall aus dem Trade rauskomme. Auf Stundenbasis selber handle ich eigentlich persönlich relativ selten. Hängt einfach damit zusammen, dass mir das ein bisschen zu langsam ist und ich zu wenig Action habe. Wenn man das hier machen möchte, dann wäre der Ansatz sicherlich so, dass man den Trade eigentlich erst aufmachen sollte, wenn wir über das High hier rübergehen. Das ist das 38,2er der Bewegung. Also wenn wir so über die 1,3875 rübergehen, könnte man über einen Long Trade nachdenken. Kursziel wäre dann natürlich erstmal projiziert diese Strecke nach oben und da ist uns noch das 23,6er im Weg, dann wären wir halt eben vielleicht so bei 1,39. Ich persönlich finde diesen Trade aber nicht so wirklich wundervoll. Schau gleich nochmal auf den kurzen Zeitebenen, ob ich da eher was finden kann. Und bin auch so ein bisschen gespannt, ob tatsächlich das hier es schon gewesen ist. Warum bin ich da vorsichtig? Ganz einfach, wir sind deutlich nachhaltig durch das 61,8er durchgelaufen, sind zwar nicht ganz bis nach unten gekommen, aber machen jetzt den Impuls nach oben. Es könnte gut sein, dass es zumindest kurzfristig zu einer Rückkehrbewegung hier zum 61,8er kommt, dass nochmal ausgetestet wird. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber wenn es nach oben ausbricht, könnte man da durchaus kurzfristig aufschwingen. Bevor ich zur Frage von Wolfgang komme, die ich noch gar nicht gelesen habe, erstmal hallo Wolfgang, schön, dass du heute mit dabei bist. Schauen wir nochmal in meine übliche Trading-Ebene rein. Hier sehen wir auch Long-Setup, überhaupt ab Stunde abwärts Long-Setups. Minute sehe ich nicht, hier unten habe ich nicht mit drinne. In der Minute haben wir schon wieder ein Short-Setup. Das ist also gegenläufig. Ich habe eher den MTF so eingestellt, dass ich unten 5 Minuten, da 15 Minuten, da die Stunde und da 4 Stunden habe. Also auf der 5-Minuten-Basis wäre ich ebenfalls vorsichtig. Im Moment haben wir keine Takte Setup, weil der Kurs unterm TM ist. Trotzdem, die Tendenz ist leicht aufwärts gerichtet. Auf Minutenbasis geht es schon wieder Richtung Süden. Ich bin also hier Euro-Yen leicht pessimistisch, aber verhalten würde, glaube ich, den Trade im Euro-Dollar bevorzugen. Muss auch nicht beide Währungspaare zeitgleich in die gleiche Richtung handeln, weil wir hier eine Korrelation haben. Von daher stehe ich beim Euro-Yen eher auf der Seitenlinie und schließe mich mal den Unveränderten von euch an. So, mal schauen, was der Wolfgang schreibt. Hallo Matthias, könntest du meine DP-Order-Strategie ansprechen? Lieben Gruß aus Wien, Wolfgang. Wolfgang, können wir gerne mal machen. Ich kann auch gerne mal sonst dich einfach, wobei nicht heute, zuschalten, dass wir das mal zusammen hier diskutieren. Allerdings würde ich da gerne vorher nochmal mit dir am Telefon drüber sprechen.
Denn wir hatten ja beim letzten Gespräch so noch einige Schwierigkeiten und ich weiß noch nicht genau, wie du diese hier gelöst hast, es sei denn, dass du dich jetzt auf die Nachrichten beziehst. Aber da würde ich dich einfach bitten, in den nächsten Tagen mal hier durchzuklingeln und ich hoffe, ich habe da eine ruhige Minute, dass wir kurz sprechen können. Und dann, lieber Wolfgang, können wir sicherlich auch mal deine DP-Strategie hier in der Marktbesprechung zusammen erörtern oder ich kann das für dich machen. Aber erstmal würde ich da, wie gesagt, ein Gespräch zwischen vier Augen bevorzugen. Gut, dann gehen wir weiter. Lasst mich schauen, wo wir noch nicht waren. Ach, genau. Crude Oil wurde schon angefragt, also wenden wir uns dem Crude Oil zu. Wo habe ich denn meine Umfrage? Die geht nämlich an euch heraus. Wohin geht das Crude Oil? Ich müsste eigentlich während der WM lieber fragen, wie geht das Spiel heute Abend aus? Das wäre auch ganz spannend, dass wir hier so ein kleines Tippspiel zusammen machen würden. Hätte einer von euch das Spiel gestern richtig getippt? Ich habe das gestern mit meiner Schwester gesehen. Da war eine kleine Gruppe, unter anderem mein kleiner Neffe. Der Lüde ist 5 Jahre alt, kommt jetzt bald in die erste Klasse. Und ich kam an und fragte ihn, na, Nico, so heißt er, wie geht denn heute das Spiel aus? Und dann strahlt er mich an und sagt, Deutschland gewinnt 5:0. Ich musste ein bisschen lachen. Nach so circa 35 Minuten hat er gelacht. Ja, vielleicht sollte ich mal auf ihn hören, für den Fall, dass ich nochmal vorhaben sollte, auf Sportereignisse zu wetten. So viel nur am Rande. Also, haben denn alle schon brav abgestimmt? Wir warten nochmal ganz kurz. Einige fehlen uns noch. Und das soll es dann gewesen sein. Es ist ein Novum. Wir haben heute zweimal Gleichstand in der Umfrage. Ich lese euch das kurz mal vor. 40% nach oben, 41% nach unten, 9% unverändert und 10% sind sich nicht sicher. Gut, schauen wir rein. Ah, ich lese gerade die ersten Tipps für heute Abend. 3:1 für Holland. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Holland heute Abend weiterkommt. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich würde lieber gegen Argentinien im Finale spielen. Aber das ist, ich glaube, beides sind gute Mannschaften. Aber verstecken sollten wir uns ja auch nicht müssen. Von daher harren wir der Dinge, die da kommen werden. In gut 3 Stunden haben wir schon die erste Halbzeit hinter uns und sind schlauer, was das betrifft. Also, Crude Oil, wieder Auto Retracement hier drinne. Das Power Tool, was ich euch heute hier vorgestellt habe, auf diese Strecke angesetzt. Ich war ja bei dem letzten Mal vor 2 Wochen noch relativ optimistisch fürs Crude Oil. Ich zähle mal nach. 2 Tage, 4 Tage, 6 Tage, 8 Tage, 10 Tage. Da waren wir noch in der Nähe des Highs. Und ich hatte hier oben Stoppkäufe drinne. Die sind nicht getriggert worden. Und stattdessen haben wir jetzt hier so einen Mini-Doppeltop gemacht und tauchen nach unten ab. Die Indikation kippt, wie ihr sehen könnt. Wir sind durch die 23,6 durchgeschossen und nähern uns jetzt dem ersten ernstzunehmenden Retracement, das ist die 38,2. Ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich, ja vielleicht sogar heute im Laufe des Tages noch, aber voraussichtlich morgen oder übermorgen, also mal einen Besuch bei der 151 machen. Und wenn sich diese nicht als stabil erweist, dann kann es auch durchaus sein, dass das noch ein bisschen weiter nach unten sackt. Aktuell haben wir noch einen Aufwärtstrend. Ihr seht das hier, ne? Höheres Hoch, höheres Tief, ja, gleiches Hoch, aber höheres Tief. Das ist wichtiger. Beim Aufwärtstrend sind die Lows wichtiger, beim Abwärtstrend sind die Highs wichtiger. Dann geht es wieder nach oben, höheres Hoch. Und wenn es das gewesen sein sollte, selbst wenn es das 38,2er wird, wäre es noch immer ein höheres Tief als vorher. Also aktuell sind wir in einem Aufwärtstrend noch drinne, aber Indikation kippt so ein bisschen. Von daher wäre ich hier mal ein bisschen vorsichtig. Auf Tagesbasis muss ich da nicht gleich short gehen, nur zumal auch das Signal erst heute kommt und wir auf die Bestätigung warten müssen. Das heißt, heute wäre es nur indikativ, ab morgen könnte man es machen. Aber wie gesagt, noch ist der Aufwärtsimpuls intakt. Ich würde hier mal abwarten, ob wir unter das 38,2er-Retracement fallen und wenn dem so ist, ob wir dann das nächste Reaktionstief tatsächlich auf der gleichen oder sogar ein bisschen tiefer Höhe haben als das letzte Reaktionstief.
Das ist also so der Level, auf den ich schaue, um eine Short-Position auf Tagesbasis aufzumachen. Das wäre schon unter der psychologischen Marke von 100 aus den genannten Gründen. Für kurzfristige Trades gehen wir gleich in die kleineren Zeitebenen rein. Also der Bereich 98,62, der könnte bei mir ein Short-Trade auf Tagesbasis triggern. Warum spreche ich die Tagesbasis überhaupt an? Klar, ich bin eher für das Kurzfristige zu haben und die meisten von euch auch, aber wir haben auch immer wieder Kunden, die gerne auf dem Tageschart handeln und da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Ich halte sogar es für durchaus sinnvoll, dass man erstmal auf dem Tageschart handelt und gerade für diejenigen unter euch, die berufstätig sind, bietet hier natürlich der Tagesschau die Möglichkeit, dass man das außerhalb seiner Arbeitszeiten ganz in Ruhe am Abend oder am Morgen machen kann. Und deswegen versuche ich auch immer den Tagesschau hier mit einzubeziehen. So, ja, der Marco, der sich ja auch gewünscht hat, dass wir uns hier das Öl nochmal anschauen, sagt auch, er sieht hier ein aufsteigendes Dreieck und das sieht man auch wunderbar, wenn man den Chart mal ein bisschen aufzoomt. Das haben wir auch schon so ein paar Mal thematisiert, dass wir, ich mache das mal ganz grob. Hier sehen steigende Highs und gleichzeitig, wenn wir das ein bisschen aufzoomen, immer die Vogelperspektive im Auge haben. Das war die falsche Linie, lieber Matthias, nehmen wir gleich wieder raus. Dass wir hier aber, wenn wir das ein bisschen langfristiger betrachten, in der Tendenz, mit der Ausnahme dieser Geschichte hier, diese Spikes hier, fallende Lows haben. Und wenn sich dieses Bild weiter so entwickelt, dann sieht das tatsächlich so aus, dass wir in diesem Dreieck uns drin befinden. Und die Frage wird halt eben sein, in welche Richtung wir ausbrechen. Und das ist im Moment noch nicht so wirklich klar zu beantworten. Aber man könnte sicherlich, oder man sollte, wenn man Öl auch gerade ein bisschen strategischer auf Tagesbasis handelt, diese Linie mit in Betracht ziehen. Denn sie geben uns ja auch mögliche Extrempunkte der Range vor. Die Range ist also aktuell projiziert 137, 157, können wir ein bisschen aufrunden, und nach unten 95. Das sind 12 Dollar und 12 Dollar im Öl. Da kann man schon eine ganze Menge Spaß haben, wenn das Öl in dieser Range hin und her tanzt. Denn Öl ist ja doch ein relativ schweres Instrument. Aber hat der Marco gut aufgepasst eben und zeigt auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass man eben auch die ganze Perspektive behält, obwohl wir hier im Schmutz, im Detail am Traden sind natürlich. Ne? Gut, also Tagesbasis im Moment für mich trübt sich ein bisschen ein, aber es gibt noch Unterstützung und wir haben den intakten Aufwärtsimpuls, deswegen falte ich mich da wie besprochen. Und jetzt lösche ich gerade mal hier ein bisschen die Linien raus, damit es nicht zu unüberschaubar wird. Und dann wechseln wir mal auf die Stundenbasis und da sehen wir schon, was wir eben gerade auf Tagesbasis nur erahnen konnten. Jetzt müssen wir gerade mal hier neu justieren. Klick, klick, da haben wir es justiert. Wir sehen, dass wir von dieser Trendstrecke hier durch die 61,8 durchgeballert sind. Gleichzeitig war hier auch noch das Reaktionstief. Auch dieses Reaktionshoch hier hat keine Unterstützung liefern können. Der Markt also einmal wirklich durchgeschossen und ist ganz, ganz klar ausgerichtet auf den Ausgangspunkt der Bewegung. Und da sind wir wieder bei der 101,50, die wir auch schon im Tagesschart sehen konnten, aber hier nochmal viel, viel deutlicher. Also klarer, klarer Abwärtsimpuls auf Stundenbasis. Ich schaue da jetzt mal in meinem 5-Minuten-Horizont rein, ob man da aktuell tatsächlich vielleicht sogar noch mit aufspringen kann. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen in Richtung 101,50, zunächst einmal perspektivisch auch mehr, macht das Sinn jetzt hier reinzugehen? Eigentlich würde ich hier ganz gerne kurz abwarten, weil der Markt ist doch jetzt stark gefallen. Wir sind gerade am Low dieses Abwärtsimpulses und das Ziel 101,50 ist relativ überschaubar nah dran. Das sind nur 60 Cent. Kann man natürlich versuchen mitzunehmen. Aber da würde ich, glaube ich, eher darauf warten, dass der Markt mal vielleicht kurz ein bisschen nach oben korrigiert, vielleicht zum 23,6er, einfach mal sich zwischenschaltet. Und ansonsten lasse ich ihn einfach fallen, ich persönlich, und würde dann quasi mir merken, was ich auf Tagesbasis gesagt habe, dass wenn er unter die 100 kommt und dann hier neue Lows macht oder in die Nähe der Lows kommt,
dann würde ich, glaube ich, auf den fahrenden Zug aufspringen. Es sei denn, dass ich eben in den kurzen Zeitebenen, Minute schauen wir auch nochmal kurz rein, einen schönen Einstieg ermöglicht. Sowas wird mir vielleicht schon reichen. Also wenn er so mal kurz ein bisschen hin und her springt, ja, ein bisschen nach oben geht, dann könnte ich kurzfristig schon wieder drauf aufspringen. Aber jetzt hier auf dem Reaktionstief mit perspektivisch 60 Cent zum ersten Kursziel, da gibt es einfach schönere Trades. Da würde ich einfach noch mal ein bisschen warten, ob ich entweder bei sowas besser reinkomme in den Markt oder ob er dann nachhaltig auch auf den höheren Zeitebenen angenockt wird und wir dann eine größere Strecke haben, die wir als Gewinn, wenn wir uns richtig positionieren, verzeichnen können. So, ja, 5 Minuten haben wir noch in etwa und ich frage euch jetzt einfach mal, wie ihr denn über das schöne Gold denkt. Ich hätte eigentlich hier eine Option mehr reingeben sollen. Wo seht ihr das Gold? Ich hoffe, ich sehe das Gold an weißen Trikots am nächsten Sonntag. Aber das ist natürlich nicht die Frage. Die Frage ist, wohin geht Gold kurzfristig? Geht es nach oben? Geht es nach unten? Bleibt es unverändert oder seid ihr euch etwa nicht sicher? Wir werden hier ein klares Ergebnis kriegen. So viel ist schon mal sicher. Das ist das klarste Ergebnis, das wir heute hier in den Umfragen erhalten haben. Ich zeige euch das. Jetzt könnt ihr sehen, 61% bullische Teilnehmer der heutigen Marktbesprechung für das schöne Aurum. Nur 15% glauben, es geht nach unten. 24% sind unverändert und 0% sind sich nicht sicher. Kein einziger ist sich nicht sicher. Was passiert da im Gold? Schauen wir doch mal rein. Hier sehen wir erstmal die Tagesbasis. Das Auto-Retracement erfasst die letzte Bewegung. Gold hatte eine Korrektur hier gemacht bis zum 61,8er, war auch kurz runtergerutscht, aber die alten Tiefstände hier im Bereich 1230 haben Unterstützung geliefert. Und so schickt sich das Gold an, wieder über die letzte Bastion des Fibonaccis hinüberzugehen. Ah, Entschuldigung, ich habe vergessen, euch Blick auf den Chart zu geben. Da habt ihr ihn. Vielen Dank für den Hinweis. Ingo und Gerlinde, ist immer schön, dass ihr da aufpasst. Jetzt solltet ihr auch wieder sehen können. Also, hier haben wir die letzte Strecke. Gold war runtergegangen. Ich war ja da auch immer so eher im pessimistischen Lager die letzten Male bei den Marktbesprechungen. Aber jetzt, wie gesagt, haben wir zwar zum einen das 61,8er nach unten durchstoßen, aber dann gab es hier von diesen Reaktionstiefs ausgehend Unterstützung und das Gold kämpft sich nach oben. In den letzten Tagen ist die Schwankungsbreite auf der Tagesbasis nicht allzu groß. Ihr seht das, wir oszillieren quasi hier in der Range. Die Range ist oben, die 1335 und nach unten. Es ist ja knapp die 1300, kann man sagen. Teilweise auch sehr, sehr kleine Körper, Dojis, wie wir das in der Candlestick-Sprache sagen. Und von daher so ein bisschen Unentschlossenheit, aber sicherlich möglich, dass halt eben hier ein schönes Stopplevel gefunden ist. Also wenn man optimistisch fürs Gold ist, kann man hier mit diversen Stopleveln arbeiten. Man kann sich einfach knapp unter der 1300 absichern. Auf der 1300 ist es sicherlich nicht geraten, denn ihr wisst, dass das Märkte sowas gerne mal antesten. Also wenn ich 1300 absichern möchte, dann nehme ich 1290 von mir aus. Oder aber man kann ein bisschen weiter runtergehen. 1295 wäre auch übrigens eine Möglichkeit. Ne? 1290 wäre schon fast zu weit weg. Hängt davon ab, wie groß man die Position haben möchte. Nach oben kann hier durchaus auch kurzfristig Luft sein. Ich will jetzt nicht hier von der 1290 oder von der 1390, von der 1390 reden. Das ist noch ein bisschen arg weit weg, sage ich mal. Aber auf jeden Fall sollten wir uns da gleich mal die kürzeren Zeitebenen anschauen. Auf Tagesbasis auf jeden Fall erfreulicher Ausblick auf den Goldpreis. Und wir wechseln jetzt mal kurz in die Stundenbasis rein. Hier sehen wir im Moment unentschlossene Indikationen. Wir hatten hier noch den Abwärtsimpuls. Hier kamen schon die ersten Longsignale, aber dann ist die Ampel wieder auf Gelb gegangen.
wenn der Markt sich so weiterentwickelt, wenn wir, sage ich mal, morgen vielleicht ein neues Reaktionshoch machen, hier so bei 13,30, dann sollte es hier zu einem neuen Signal kommen. Aber aktuell hilft uns das nicht viel weiter und deswegen schauen wir nochmal auf die etwas kurzfristigeren Ebenen. Auf der 5-Minuten-Basis sehen wir, dass Gold hier im Moment im Abwärtskanal ist. Ich justiere nochmal kurz das Retracement neu. Da sehen wir das aktuell auf der 38,2 und die 38,2 auf der 5-Minuten-Basis ist ganz, ganz nachhaltig. Ich blende hier nochmal zusätzlich ein. Seht ihr das? Wir haben hier das Reaktionshoch. Dann haben wir, das können wir schon fast mit dazu zählen, 1, 2, 3, 4 Reaktionstiefs, 5 Reaktionstiefs, 4 Kerzen, wo es nicht runtergegangen ist. Dann nochmal 3 Kerzen, wo das Ganze gehalten hat. Und nochmal. Also eine ganz massive Unterstützung, wo wir im Moment drauf sind. Wenn der Markt hier tatsächlich durchgeht, würde ich in meinem kleinen Spekulationswahn hier durchaus dann auch eine Short-Position machen, aber nur weil das Papiergold ist. Ihr kennt meine Meinung zu echtem Gold, da mache ich sowas nicht. Aber im Moment hier so zu sehen, dass wir zum einen den Abwärtsimpuls haben, gleichzeitig aber die Unterstützung. Also auf 5-Minuten-Basis würde ich hier abwartend sein und schauen, entweder wir prallen ab, dann kann ich mich schön nach oben positionieren, oder aber es geht hier runter. Für mich wäre das so die entscheidende Zone, ich sage mal der Bereich 13,20. Und wenn 13,20 durchstoßen wird, dann könnte ich mir hier auch auf 5-Minuten-Basis den Short Trade vorstellen. Aber zum einen bin ich Freund vom Gold, zum anderen habe ich die höheren Zeitebenen gesehen. Ich hoffe mal mit der Mehrheit von euch zusammen, schließe mich der an, dass die Unterstützung hält und dann könnte man in der Tat vielleicht auf Tagesbasis am ehesten hier den Trade wagen. Alternative dazu übrigens nach oben ist natürlich, dass man sich einfach hier einstoppt und dazu entscheide ich mich jetzt einfach auch, dass ich hier mal ein Buy Stop reinsetze, wie ich das ab und zu so gerne mache und dann kann ich noch hier gerade mal den Stop-Loss eingeben. Clip, Clip. Und Detect Profit, den können wir auch noch mit eingeben. So, und jetzt muss ich mal kurz in eine kleinere Zeitebene rein, dass ich die Linien komfortabel verschieben kann. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Also ich ziehe erstmal nach oben. Upsala. Ich ziehe die erstmal nach unten. Na, jetzt Gammas wieder. Die ziehen wir nach unten und dann können wir auf Tagesbasis den Trade gerade noch zu Ende justieren. Verschiebe ganz gerne mal einfach an der Seite die Skalierung. Kennt ihr das? Das kennt ihr bestimmt, ne? Dass man einfach hier Maus gedrückt hält, hin und her sieht. Und übrigens, wenn das so zusammengezogen ist, man doppelt links draufklickt, dann geht er wieder auf die Originalgröße drauf. So, und dann setzen wir den Stopp hier hin und den TP nach da oben. Und dann bin ich auf jeden Fall dabei für den Fall, dass ich den Ausbruch nach oben nicht mitbekomme. So, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich werde alles dran setzen, nächsten Mittwoch wieder mit euch zusammenzukommen und hoffe natürlich, dass wir dann eine weltmeisterliche Marktbesprechung haben. Bedanke mich für eure Anwesenheit und wünsche euch jetzt, so ihr es denn schaut, viel Spaß beim Zuschauen, wer da im Finale gegen uns antreten wird. Ansonsten natürlich wie immer gute Entscheidungen beim Trading wie auch im ganz alltäglichen Leben. Alles Liebe, euer Matthias.